Ja, was passiert beim maschinellen Lernen? Der Algorithmus ist ein Vektor, wo man Eingangsgrößen und Ausgangsgrößen hat. Das Ganze erfolgt mit einer entsprechenden Summenbildung und einer exponentiellen Funktion, die es an die Genauigkeit immer mehr annähert. Das Erste, was man macht, ist das Trainieren des Modells mit Beispieldaten. Im ersten Schritt, man hat Beispieldaten und Sampledaten, wo man die Antworten kennt und kann daraus ein Modell ableiten. Und das Zweite, was man macht, ist dann dieses Modell zu nehmen und die entsprechenden eigenen Daten dazu zu verwenden. Und dann bekommt man Predictions, also Antworten, die eben aus diesen Vorhersagen gekommen sind. Und das endet man dann auf das eigene Problem an und man findet so die Antworten zu seinem Problem. Das Ganze funktioniert also in zwei Schritten und anschließend wendet man auf das eigene Problem diesen Algorithmus an, mit dem man trainiert hat und den man eingebaut hat.